Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und wir haben ja unser neues Meister-Assassin-Gewand bekommen und es sieht in Schwarz-Rot geiler aus. Eindeutig. Sonst haben wir auch nichts mehr. Machen wir doch direkt weiter mit einer Eevee-Mission. Und zwar, wo bist du? Da bist du. Das bedeutet, wir können direkt von hier aus sich schnell reisen. Ich habe jetzt natürlich vergessen, direkt dahin zu reisen. Deshalb müsst ihr jetzt ein bisschen warten. Aber das hoffe ich geht klar. Naja. Das Ding sieht wirklich cool aus. Und jetzt mit dem Chamäleon und so weiter, meine ganzen Slice-Skills, die ich auch nochmal verbessern kann, weil ich 3 Punkte habe. Oh. 4. Ja, das ist Erstschlag. Was haben wir denn hier noch alles, was wir benutzen können? Was? Ja, Schleichen habe ich komplett aufgerüstet. Schade. Konterboost. Oder Hinrichtung. Ja. Ah, hier. Das Adlerauge ist wahrscheinlich ganz gut. So. Jetzt fehlt mir nur noch so ein klein bisschen von allem. Naja. Komm ab nach unten und zu unserer Möglichkeit. Wir suchen jetzt noch immer nach dem Tuch. Ja. Aber es war nicht im Tower of... Ernsthaft? Es war nicht im Tower of London. Was wir bedauern, denn dann hätten wir das einfach gefunden und alles wäre fertig. Ja, natürlich ist es nicht im Tower of London, sonst wäre es ja langweilig, ne? So. Und schon sind wir da. Vertrag ist Vertrag. Spielen wir. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Ganz genau. Bewegung! Ich hätte vielleicht... Ja! So kann ich die... Doch. Ganz ruhig. Mist, ich kann ja nicht zielen. Ups. Ah ja, das wäre auch die totale Idee, dem einfach aufs Dach zu steigen und von da aus dann zu schießen. Komm schon! Komm, gib mal ein bisschen Gas, Pferdchen. Edward verteidigen. Zur Seite! Hey! Lass meinen Edward in Ruhe! Na komm! Ich muss da mitfahren. Immer diese Leute, die einfach nicht auf einen warten wollen, ne?
Okay, das ist sind wir tief durch. Schlecht synchronisiert. Eindeutig. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Nicht, wenn wir schneller sind als die anderen. Von ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen sie, dass ich nur für sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Gut so. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. Kann man auch nur. Langsam. Gutes Mädchen. Gut, also ich hole mal kurz den Vertrag, ne? Oh. Oh. Ja. Irgendwann wirst du schon runterkommen müssen. Schreibt sich ein Weib rum. Kann sie nicht schon witzig aus, wenn die plötzlich keine Kappe mehr auf hat. Obwohl sie einen auf hat. So. Hier kommt man ja super rein. Der steht im... Oh, da steht hier auch noch einer. Hat die den gerade in die Eier geschlagen? Einmal nachladen und die Wurfmesser nehmen. Denn die Wurfmesser sind immer das... Schafft sie hier weg! Boah, muss sowas von weh. Ja. Okay, die sind alle unter mir. Alles in Ordnung. Kann ich wieder nach oben laufen und aus dem Gebiet entkommen. Ich habe mir den Weg schon frei gemacht, ne? Zack, zack. Und... raus. Wieso habe ich den 200 Meter von mir ent... Ich bin noch ganz nah bei mir gewesen. Wieso ist der jetzt 200 Meter von mir entfernt? Manchmal verstehe ich es nicht. Hat er sich etwa die Züge genommen und ist weg? Das ist wahrscheinlich einfach abgehauen. Oder ich muss jetzt zu deren Haus laufen.
Komm, lauf mal ein bisschen schneller, meine Liebe. Ah, hier das Depot kenne ich doch. Da musste ich doch hier alles in die Luft sprengen. Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Oh, Sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen. Ah, das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Das macht Sinn. Gut. Was haben wir denn noch so an Mission? Nur noch hier eine Frage der Identität. Aber wir haben ja auch eine Karl-Marx-Erinnerung. Und ich würde sagen, die machen wir zuerst. So. Ein Fähigkeitspunkt. Wunderschön. Wieso habe ich jetzt... Wieso habe ich so viele... ich habe schon 2 Fähigkeitspunkte gesammelt. Ah, haha. Konterboost. Ja, komm. Muss man auch mal haben. So, Jacob. Denn Karl Marx war ja, glaube ich, immer Jacob. Und der macht... Basics Schleichen. Den Schleichen ist ihm ja gut. So, und du? Gib mir bitte deine Kutsche. Denn ich habe keinen Bock, 200 Meter zu Fuß zu laufen. Ja. Das wäre nämlich viel zu weit. So, Max. Was geht ab? Hier regiert die Korruption, dessen bin ich sicher. Die Anzahl der Verletzungen durch die Maschinen hier geht ins Unermessliche und trotzdem macht die Firma weiterhin Profite. Das muss aufhören, zum Wohl der armen Arbeiter, die sie missbrauchen. Wenn wir doch nur irgendeinen Beweis hätten. Irgendwo da drin muss es Aufzeichnungen zu den Unfällen geben, die ihre Vergehen belegen könnten. Ich schätze, sie müssen zum Vorarbeiter. Doch wie bringt man ihn dazu, ihnen die Berichte zu geben? Vielleicht, wenn die glauben, dass es in der Fabrik brennt, könnten sie sich durchmogeln. Okay, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie die darauf kommen, dass man 3 Heuballen anzünden muss. Nein! Damit die glauben, dass es in der Fabrik brennt. Komm mit, wir haben etwas zu erledigen. Ja, Chef. Ich bin bereit, wenn du mich brauchst, Jacob. Komm mit! Ich helfe immer! So. Da oben komme ich rein. Das reicht nun wirklich, Sir! Sie sollten mir nicht zu nahe kommen! Was ist da drüben los? Als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, den ganzen Tag hier rumzustehen. Den habe ich angezündet. Oh!
verliere ich Leben. Reiß ihn in Stücke! His poor soul's pushed off. Wo ist denn der dritte Heuballen? Ah. Ja, ich muss mit dir reden. Ich komme gleich wieder. Right. Ab mit euch. Very well. So. Hier wird noch alles abbrennen. Holt schnell eine Feuerspritze. Beeilung. Ah. Ich habe mir doch so einen Feuerwehrwagen da gekauft. Der da hinten ist näher. Ich frage jetzt, ob er auf uns zufährt oder von uns weg. Sieht so aus, als wenn er wegfährt. Give me the fire spritting thing. Ach, das ist keine Feuerspritze, das ist so ein getriebenes Ding da. Oder? Runter mit dir. Braves Mädchen. Stand hier nicht vorher auch eine Feuerspritze? War das nicht da? Der Wagen. Ist doch der gleiche, oder? Ja, das ist der gleiche. Wieso habe ich den nicht benutzt? Langsamer. Gerettet? Bist du noch bei Trost? Was ist mit den Papieren? Dein Meister wird nicht erfreut sein, wenn die Bücher in Rauch aufgehen. Mutter Gottes, Sie haben recht. Folgen Sie mir schnell. Sie müssten gleich hier drin sein. Oh, da sind Sie ja. Gut, Sie sind sicher. So macht man das, mein Lieber. Den Boten heimlich töten. Ganz heimlich getötet. Gut, gut. Damit habe ich hier alles gemacht. Ich würde sagen, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Ja, genau das.